Die SPD, die bayerische SPD, einsam, traurig, trostlos. Ich wollte eigentlich über die SPD schimpfen, aber ich habe von unserem Umweltminister einen Hinweis bekommen, wir müssten den Artenschutz und den schonenden Umgang auch da an der Stelle sagen. Und Sie wissen es, in Bayern gilt der Ansatz, bedrohte Arten werden von der Bejagung verschont, bis sie sich wieder erholt haben. Darum will ich nichts über die SPD sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Freien Wähler sagen das Gleiche wie die CSU, sagen in der Regel, aber es gibt noch Freibier dazu. Und meistens, das ist für mich ein Problem, werde ich da fast schon gestalkt. Wenn ich meine eigenen Leute treffe, kann ich kaum hingehen, sonst steht mir irgendeiner auf dem Fuß. Wissen Sie, das ist nicht mehr das Problem und der Unterschied zu anderen. SPD und Grüne bekommen jeden Morgen eine E-Mail aus Berlin, was sie zu tun haben. Jeden Morgen. Das sind nämlich Bundesparteien. Dort bestimmen Frau Nahles und Herr Habeck und andere, was hier passiert. Die Freien Wähler schicken eine E-Mail nach Berlin, aber da macht sie kein Mensch auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Landesvorsitzende der Freien Wähler ist Vorsitzender der Bundesfreien Wähler, der Europafreien Wähler, der Weltfreien Wähler und der Freien Wähler im Sonnensystem, meine Damen und Herren. So schaut die Realität aus. Wer mich aber wirklich etwas ärgert, das ist die FDP. Ich schätze Christian Lindner sehr. Man kann mit ihm glänzend über Champagnermarken und Männeranzüge reden, meine Damen und Herren. Aber was ich vermisst habe, war Mut. Es ist auch für mich gar nicht leicht, in dieser Zeit Verantwortung zu übernehmen. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Ein Teil der Stimmung in unserem Land wird doch geprägt dadurch, dass wir so lange brauchten, auch in Berlin eine stabile Regierung zustande zu bekommen. Noch nie in der deutschen Geschichte war es so schwer, in der bundesrepublikanischen eine Regierung zu bilden. Und warum? Weil die FDP in letzter Sekunde Angst hatte vor der Verantwortung. Meine Damen und Herren, eines muss ich Ihnen schon sagen. Politik ist nicht nur Spaß. Politik macht man nicht nur, wenn es geht. Politik macht man, wenn es notwendig ist. Und dass die FDP in Berlin sich nicht getraut hat, Verantwortung zu übernehmen, zeigt etwas über ihren Charakter. Ich sage Ihnen eines, meine Damen und Herren, wer sich in Berlin nicht traut, kann sich nicht in Bayern an den gedeckten Tisch setzen wollen, liebe Freunde. Das geht nicht. Und verzeihen Sie mir noch einen Satz. Ich habe den Herrn Kubicki bislang als, ja, netten Entertainer verstanden, der, glaube ich, im Sommer Kreuzfahrten macht und dort auftritt. Aber was er jetzt gesagt hat, Manfred, dass er der Bundeskanzlerin, heute hat der Lindner das ähnlich gemacht, quasi die Schuld an Toten der Bundeskanzlerin vorwirft, in Chemnitz oder uns, muss ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, wer so etwas macht, betreibt ein Geschäft derer, die wir in unserem Land nicht an der Spitze haben wollen. Ich erwarte dafür eine ordentliche Entschuldigung. Das ist Gossensprache und die wollen wir nicht in Bayern und im Deutschen Bundestag, meine Damen und Herren. Übrigens zum Stil. Es gibt ja viel Stildebatten und ich nehme das gerne an, alle wir. Aber eines sage ich Ihnen schon auch. Stil ist keine Einbahnstraße. Ich habe gelesen, dass der Grünen-Vorsitzende, Herr Habeck, am Tage des Amoklaufs, am Jahrestag des Amoklaufs in München, sagte, die CSU sei ein Amokläufer. Ich habe gelesen, dass Renate Schmidt, die ich sonst als Person sehr respektiere, gesagt hat, Horst Seehofer sei persönlich verantwortlich für Tote im Mittelmeer. Meine Damen und Herren, eines sage ich Ihnen schon, man darf hart streiten, aber die persönliche Ehre so anzugehen und zu verletzen, das ist unanständig und ich sage Ihnen eines, Streit ist in Ordnung. Demokratie braucht Streit, aber er darf nicht persönlich, nicht ehrverletzend werden. Und wenn man anderen Anstand vorwirft, muss man ihn selber auch einhalten können. Und das erleben wir leider nicht mehr in diesem Land. Und noch was zur AfD. Meine Damen und Herren, das, was wir bei der AfD jetzt erleben in Chemnitz, ist schon neu. Und hat eine andere Qualität als alles andere. Manch einer hat gesagt, es ist eine Protestpartei. Meiner Überzeugung nach ist sie das nicht. Diese Partei will nicht nur protestieren,
einige Ihrer Funktionäre haben einen ganz anderen Plan im Hintergrund. Es gibt eine versteckte, geheime Agenda, die da gemacht wird. Haben Sie die Bilder gesehen? AfD, NPD, Hooligans, Side an Side sind Sie marschiert? Schauen Sie, wir müssen aufklären, wir müssen Sorgen ernst nehmen, wir müssen Straftaten verhindern. Aber meine Damen und Herren, eines sage ich Ihnen schon, wenn Deutschland in dieser Weise so marschiert, wie es dort passiert ist, dann ist das ein Bild im Ausland, das von Deutschland gezeigt wird, das wir nicht wollen und das ein schlechtes Signal ist. Bürgerunterstützung ja, aber keine solche Marschiererei von ganz rechten Gruppen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Überzeugung, Herr Gauland mag nette Krawatten haben und irgendwas erzählen und sich entschuldigen. Oder Frau Weidel oder Herr Meuthen, der heimliche Führer der AfD ist Herr Höcke. Er beginnt diese Partei systematisch umzuentwickeln, neu zu entwickeln. Und seine Vasallen in Bayern haben jetzt etwas gemacht. Und bitte überlegen Sie das einfach mal. Die AfD in Bayern fordert jetzt nach Chemnitz Waffenfreiheit, freier Besitz von Waffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Sportschützen, da gibt es genaue Regeln. Aber stellen Sie sich einmal ernsthaft vor, wir würden diesem Plan nachgeben und zulassen, dass jeder Waffen frei kaufen kann, wie er will. Stellen Sie sich das einmal vor. Wir könnten Zustände bekommen wie anderswo in den USA. Ich sage Ihnen eines, ich will, dass die Polizei das Gewaltmonopol hat und nicht irgendwelche selbsternannten Bürgerwehren, die Waffen haben und schießen durch das Land laufen, meine Damen und Herren. Das ist nicht Deutschland, wie wir uns das vorstellen. Also, ganz einfach. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah? Die CSU, meine Damen und Herren. Wir sind in unsicheren Zeiten, aber wir haben eine sichere Regierung. Wir machen manches besser, aber wir haben eine klare Linie. Ich sage auch persönlich Ihnen ganz deutlich, es ist in Ordnung, wenn man nicht alles unterstützt und wenn man auch kritisiert wird. Aber ich sage Ihnen auch, ich persönlich habe eine Linie. Ich habe einen Kompass. Ich ändere die nicht täglich. Egal, ob mich Medien oder Demoskopen auffordern, ich habe eine Überzeugung von der Zukunft unseres Landes. Ich sage, was ich denke, und ich mache, was ich sage. Und ich meine es auch wirklich aus tiefer Überzeugung. Ich will das Beste für Bayern. Und auch wenn es manchem nicht gefällt, meine Damen und Herren, ich möchte, dass dieses Land das beste, stärkste und schönste Land der Welt bleibt. Und dafür setze ich mich ein, liebe Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich biete Ihnen an, 100% Einsatz. Letztes Jahr hat man mich auch gefragt, Mensch, Markus, möchtest du nach Berlin gehen? Gibt es tolle Jobs. Ja. Ja, war natürlich liebevoll gemeint. Da habe ich gesagt, nein. Ich bin in Bayern und ich liebe dieses Land. Und wir, meine Frau und ich, meine Frau Karin, übrigens für alle Denkbaren in der Zukunft kann ich nur sagen, in Bayern heißen die Frauen Ministerpräsidentin bei Karin, also wer was werden will, muss die richtige Frau mit dem Namen Karin heiraten. Ja, danke, dass du heute dabei bist übrigens. Meine Damen und Herren, ich biete 100% Einsatz an, aber ich habe auch einen Wunsch. Nahezu alle anderen Redner kommen von außerhalb Bayerns. Nahezu anderen alle Redner möchten gern, dass Bayern anders wird. Sie möchten gern, dass Bayern preußischer wird. Sie möchten gern, dass Bayern am Gängelband von Berlin hängt. Ich sage Ihnen eines. Ich möchte, dass wir unsere Entscheidung in unserem Land, ob wir Niederbayern fördern, ob wir hier deine Wünsche erfüllen, Martin, ja, U-Bahn, eigenen Landeplatz vor deinem Haus, alles, ja, ob wir das machen, dass wir das selber entscheiden. Aber ich möchte nicht, meine Damen und Herren, dass wir am Ende jeden Tag aus Berlin eine Anweisung bekommen, was wir tun dürfen. Deswegen, meine Damen und Herren, Manfred, ihr könnt die Uhren in Europa umstellen, aber in Bayern möchte ich, dass die Bayernzeit weitergeht, meine Damen und Herren. Adenauer würde sagen, keine Experimente. Ich sage keine Spielereien. Ich setze darauf, wir brauchen eine starke, eine stabile und eine kräftige CSU in Bayern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also lassen Sie mich zusammenfassen. Bayern ist super. Bayern ist stark. Bayern ist stabil.
und Bayern ist einzigartig. Schauen Sie nicht nur ins Internet, schauen Sie in die Realität des Landes. Jeder wird es bestätigen können. Kein Land ist so erfolgreich. Jedes Land kopiert uns und versucht, uns nachzumachen. Meine Damen und Herren, da geht es auch nicht um eine Partei. Da geht es auch nicht um mich oder um die Abgeordneten. Es geht nur um Sie. Es ist eine schwierige Zeit, Politik zu machen. Vielleicht die schwerste seit vielen Jahrzehnten. Es ging uns so gut wie nie und die Menschen sind so verunsichert wie nie. Und deswegen wollen wir Ihnen ein Gefühl geben. Ein Gefühl, Manfred, Markus, Martin. Ein Gefühl, dass wir wissen, in welche Richtung sich Bayern entwickeln will. Ich jedenfalls, meine Damen und Herren, traue mich die Verantwortung. Andere in Bayern trauen sich gar nicht, Ministerpräsident anstreben zu wollen. Es gibt ein Fernsehduell, das es gar nicht gibt, weil die anderen Parteien keine Ministerpräsidentenkandidaten ins Rennen schicken. Das ist der Unterschied, meine Damen und Herren. Die anderen sagen nur, was ihnen nicht gefällt. Ich traue mir auch ein Konzept für die Zukunft zu entwickeln und stehe auch dazu, wie kein anderer in diesem Freistaat Bayern. Und deswegen sage ich an die Menschen, ich traue mich. Ich sage den Bürgern, wir trauen uns. Und deswegen umgekehrt, vertrauen Sie uns. Geben Sie uns die Chance in schwierigen Zeiten, dass Bayern weiter einzig, dass Bayern weiter stabil und dass Bayern das Land bleibt, das es besser kann als alle anderen. Meine Damen und Herren, mein Wunsch, mein Ziel ist, der Freistaat Bayern ist Märchenland, der Freistaat Bayern soll es bleiben. Und mögen die Stürme der Zeit alles durcheinanderwirbeln. Möge die Welt ein stürmischer Ozean sein. Ich will, dass es den Anker gibt, dass es die Insel der Seligen gibt und dass es einen Platz gibt, meine Damen und Herren, in dem man weiß, die Welt verändert sich, wir werden modern, aber Bayern bleibt Bayern, Bayern bleibt einzigartig, Bayern bleibt stabil und nur wegen einer Partei, wegen der CSU. Und deswegen bitten wir um Unterstützung, ich um Ihr Vertrauen. Alles Gute für unser Land, für ein starkes, stabiles Bayern. Herzlichen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren. Tja, liebe Zuschauer und Zuschauer, nochmal das Glas gehoben. Ja, stehende Ovation, mitreißende Rede von Herrn Söder. Super stark, stabil, einzigartig. Das ist Bayern. Zusammengefasst war das auch die Rede. Und